Treten Sie ein und seien Sie unser Gast. Kommen Sie mit auf eine Reise durchs Traumland der Magie. Durch eine Welt voller Illusionen, magischer Momente und kleiner Wunder. Und das inmitten des Prinzregententheaters. In Magic, Zauber der Illusion trifft sich erneut zum Jahreswechsel die Creme de la Creme der internationalen Magierszene. Wir haben einen Probentag begleitet und lernten dabei auch The Misfit of Magic, den Außenseiter der Zauberkunst, Ed Alonso, kennen. Ich wollte schon immer Menschen zum Lachen bringen. Meine Kollegen in der Show zeigen immer diese faszinierenden Tricks. Ich aber möchte lieber lustige Sachen machen, die sehr einfach scheinen. So, als wäre etwas schiefgelaufen. Solche Dinge finde ich viel witziger. Ich möchte Magie erschaffen, die außergewöhnlich scheint. Und dann geht plötzlich alles schief. Das macht wirklich Spaß. Die Illusion hat allerdings viele Gesichter. Ein weiteres zeigt Laurent Beretta aus Frankreich. Er setzt auf Magie im Zusammenspiel mit Special Effects. Das ist wie ein Film mit Spezialeffekten, der live auf der Bühne stattfindet. Es wird eine Geschichte in sehr kurzer Zeit erzählt. Ich wollte dies aber nicht darstellen mit einem Tada, wo jeder weiß, dass ich jetzt da bin. Diese Art von Magie mag ich zwar auch gerne, aber in diesem Fall wollte ich etwas anderes machen. Die Idee an sich hatte ich von einem Buch. Ich mag es, dass die Zuschauer sich in diese Geschichte hineinversetzen und sich auch einfach Gedanken darüber machen können, was auf der Bühne wohl als nächstes passiert. Bereits seit 7 Jahren versammelt sich die Weltelite der Zauberkunst im Prinzregententheater. Auch diesmal bietet das neue Programm einen fantastischen Blick in die facettenreiche und schillernde Kunst der Illusion. Es ist hauptsächlich so, dass wir jedes Jahr andere Künstler auftreten lassen, die eine Magie präsentieren, welche noch nie zuvor jemand in dieser Art gesehen hat. Ich bin der Meinung, dass wir in dieser Show die besten Zauberkünstler der Welt haben. Aber ich will jetzt nicht mehr davon verraten, kommt einfach in unsere Show. Na dann, wer sich dieses magische Spektakel nicht entgehen lassen möchte, noch bis Montag, den 5. Januar, gastiert die Weltelite der Zauberkunst im Münchner Prinzregententheater.